Hallo ihr Lieben! Und zwar bin ich heute Drago oben in der Reithalle geritten, weil bei uns der Platz so matschig war. Und habe sogar jemanden gefunden, der filmt. Das heißt, ihr seht gleich meinen aktuellen Trainingsstand, wobei der Drago heute ganz gut gegangen ist. Aber wenn ihr das jetzt seht, bedenkt, wir sind noch nicht perfekt. Wir haben unsere Probleme. Die gehen auch von heute bis morgen nicht weg. Also zum Beispiel, dass er sich im Trab immer mal ein bisschen aufkröpft, dass ich da nicht so toll reagiere, wenn er das macht. Oder dass er auch mal ja sich ein bisschen, dass er ein bisschen lang wird oder sich halt, wie gesagt, aufkröpft oder dass ich ihn halt nicht vor mich bekomme. Das sind halt alles so Sachen, die gehen halt nicht von heute auf morgen weg. Da arbeiten wir aber dran und ich weiß auch, dass ich sehr unruhig im Sitz noch sitze, da arbeite ich auch dran. Aber ich fand, heute ist der Drago eigentlich ganz gut gelaufen. Aber schaut euch das erst gleich mal an und dann ja, sage ich nach dem Training nochmal was, wenn ihr das gesehen habt, dann könnt ihr das besser einschätzen. Schatzi! Ja, also viel Spaß mit meinem Ritt.
wieder. Danke erstmal, dass ihr noch da seid. Schatz. Ich danke erstmal, dass ihr noch da seid und euch den Ritt angeschaut habt. Wie ihr gesehen habt, waren wir nicht perfekt, aber ich fand, dass Drago halt ganz gut gelaufen ist. Das einzige Problem, was ich so ein bisschen habe, ist den so ein... Ja, was heißt ein bisschen habe, sondern das ist ein Problem von uns einfach, dass ich ihn nicht so richtig an die Hand bekomme. Das heißt, dass er so an die Hand zieht, sondern er verkriecht sich entweder oder kröpft sich mal so ein bisschen auf und wird dann so fest. Aber dieses, dass er einfach mal so ein bisschen an die Hand zieht und da auch bleibt, da müssen wir halt noch dran arbeiten. Das kriegen wir aber wahrscheinlich auch von heute auf morgen nicht hin. Das sieht man in dem Video auch, also gerade auf den Zirkeln, wenn ich dann auf der offenen Zirkelseite geritten bin, dann ist halt, dass ich mal so ein bisschen aufgekröpft und wurde ein bisschen schneller. Und dann an anderen Punkten ist der Drago dann wieder so langsam geworden. Und dann hatte ich wieder Probleme, den unter mich zu bekommen und den vor mich zu bekommen. Das heißt, ich muss mehr daran arbeiten. Drago, das ist unfair. Ich muss mehr daran arbeiten, dass ich den mehr hinten zu packen kriege. Das heißt, dass er mehr Last auf dem Hinterbein aufnimmt und dadurch nach vorne mehr an die Hand zieht, damit ich ihn auch vor mich habe und dass er nicht so auf der Vorhand rumläuft. Wisst ihr, was ich meine? Weil so, wenn er dann halt langsam läuft und ich den nicht zu schnell reite, dann passiert es ganz schnell, dass er hinten nicht genug untertritt und vorne zu sehr den Schwerpunkt bekommt und ich den einfach nicht an die Hand geschoben bekomme. Und wenn ich dann wieder hinkriege, dann kröpft er sich auch ganz schnell mal wieder auf. Aber ansonsten fand ich, ist er heute echt schön gelaufen. Dem Außengalopp, den wir zum Schluss probiert haben, das führen wir den ein bisschen aus Spaß ran, aber nicht, weil wir denken, hey, wir sind cool, wir können Eldressur so reiten, überhaupt nicht, sondern eher, dass er so ein bisschen das Gleichgewicht findet und dass er auch ein bisschen, dass ich besser mit dem Bein durchkomme. Ansonsten sind wir ja fleißig am Trainieren und ich denke, das wird auch nach und nach besser. Ich gebe euch immer mal ein Update. Heute ist so unser aktueller Stand, wenn der Drago einigermaßen gut geht. Klar, heute waren gute Sachen dabei, gute Momente, nicht so gute Momente, aber im Großen und Ganzen fand ich, dass er heute sich richtig Mühe gegeben hat. Ja, jetzt spiele ich noch ein bisschen mit dem Drago. Und dann, wenn ihr kein Video mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert uns gern. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gern einen Daumen nach oben. Und dann freue ich mich, dass wir uns bald mal wiedersehen. Ich danke auf jeden Fall, dass ihr zugeguckt habt und wünsche euch noch einen schönen Abend. Drago sagt tschüss. Du auch müde? Ach, der ist so müde. Du bist kaputt, du willst in die Box, ne? Tschüssi!